Ja, hallo, mein Name ist Brieger Anselm. Ich bin seit 2001 bei der Berufsfeuerwehr Augsburg, ebenso lang Höhenretter und seit dem Jahr 2013 auch als Ausbilder tätig. Die Höhenrettung kommt immer dann zum Einsatz, wenn reguläre Rettungstechniken an ihr Ende kommen. Das heißt, wenn die Drehleiter zu kurz ist, wenn es zu weit in die Tiefe geht oder ähnliches, dann kommt die Höhenrettung zum Einsatz. Heute üben wir hier bei uns am Schlauchturm in der Hauptfeuerwache. Übungsszenario wird sein, es gibt eine Person auf dem obersten Balkon, der kann aus medizinischen Gründen nicht mehr selber absteigen. Und die Aufgabe der Höhenretter wird heute sein, die Person von dort oben abzuseilen. Mein Name ist Seib Stefan, bin seit 1999 bei der Berufsfeuerwehr, seit 2004 bei den Höhenrettern. Und es ist einfach eine klasse Sache. Also schwindelfrei sollte man sein. Mit der Höhe sollte einem das nichts ausmachen, wobei es schlechte Tage gibt, selbst bei Übungen oder gute Tage. Manchmal machen einem 80 Meter Turm nichts aus. Manchmal sind 80 Meter einfach hoch, wo man sich denkt, was mache ich jetzt da? Aber im Team klappt es dann eigentlich immer super. ID nach, mein Name ist fest. Okay, beide liegen. Ja, okay. Dann beide ab. Meter langsam. Stark von Retter, Retterstand. Retterstand, sage ich nach dem Tor. So, was passiert? Du bist als Retter bist du an dem Seil dran, mit an zwei Seilen. Und diese zwei Seile werden eben von zwei Kollegen bedient. Da brauchst du Vertrauen. Und das hat man einfach, man kennt sie lang genug und man übt das auch immer und es haut gut hin. Das Allerwichtigste bei unserer Arbeit ist natürlich das Vertrauen ins Material und in die Kollegen selbst, aber natürlich auch die Kommunikation im Einsatz und so weiter. Fertig machen zum Abfahren. Haben wir bestanden, jawohl. Zeige ich ab. Von Retter, 3 Meter. Wir sind die einzige Höhenrettungsgruppe in ganz Schwaben und dementsprechend üben wir eben für alle Bürger hier, um für den Ernstfall fit zu sein und unsere Rettungstechniken optimal umsetzen zu können. Ja, die Höhenrettung, das ist einfach nochmal was ganz anderes wie die eigentliche Feuerwehrarbeit. Es gibt so viele Momente, die man hier mitnehmen kann, so viele Eindrücke. Das möchte ich wirklich nicht missen und ich möchte es hier machen im Einsatzdienst, solange mein Körper das zulässt. Also das heißt, solange ich einfach körperlich fit genug bin für den Job des Höhenretters oder des Feuerwehrmanns, solange möchte ich auch bei dieser Spezialeinheit dabei bleiben.